Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wir packen mit euch gemeinsam der größere Dreschepaket aus. Der wiegt ungefähr 25 Kilo. Natürlich für die neuen Zuschauer oder wenn ihr habt über solche Aktionen noch nie gehört, ich würde euch natürlich ein bisschen davon erzählen. Erstmal, ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn ihr seid neu, abonniert meinen Kanal. Es ist absolut kostenlos, aber wir werden mit euch gemeinsam in Zukunft viel Spaß haben, versprochen. Ja, ihr wisst, wir sind alle verschieden. Wir haben verschiedene Hauttypen und verschiedene Ansprüche und verschiedene Geschmack. Und Gott sei Dank, ein paar meiner Kollegen, die haben schon lange hier entschieden, bevor die seine Make-up-Produkte oder Pflegeprodukte oder überhaupt diese Beauty-Sachen, die nicht passen, farblich nicht passen oder für Hauttyp nicht passen und so weiter, wegschmeißen. Die geben dann für die Sachen zweite Chance. Und das finde ich so eine geniale Idee. Deswegen wurde ein Paket gemacht, wo meine Kollegen haben diese ungeliebte oder so wie die genannt haben, trischen Sachen reingepackt. Und dann wurde dieses Paket weiter zu meinen Kollegen von YouTube oder Instagram geschickt. Dann, die wurde dieses Paket bekommen, die öffnet ihm, alles einschaut vor der Kamera, damit ihr Spaß habt. Und das, was wurde ihr gefallen, sie nimmt raus und das, was sie nicht braucht, sie wird dann reinpacken. Und dann dieses Paket wird weiter zur nächsten Kollegin geschickt. Diese Gruppe, so Dresche-Gruppe, mittlerweile wurde riesig geworden. Ich denke, wir sind ungefähr 15 Mädels. Auf jeden Fall, ich würde für euch unter meinem Video im Infobox verlinken. Und ich bin sehr dankbar, dass ich dürfte auch zu dieser Gruppe gehören. Das ist ganz, ganz liebe Mädels. Dieses Paket war letzte Mal beim Cindy Rosa 87 Lee. Ich würde das gleiche mit euch das Paket einschauen. Die Sachen für mich rausnehmen, was wurde mir gefallen. Und wie gesagt, am Ende meines Videos, ich würde euch alles zeigen, was ich habe dann bei mir behalten. Und dann packe ich meine Sachen in dieses Paket rein und schicke ihn weiter zum Jasmin. Jasmin Beauty Universum. Wenn ihr habt Fragen, schreibt mir ganz gerne in den Kommentaren. Und es geht los. Ich wünsche uns viel Spaß. Okay, let's go. Starten wir. Oh, also, dieses Paket duftet so, so schön. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber ich will schon das haben. Erste Box. Wow. Voll mit Lidschattenpalette. LA Girl Pro Mastery Eyeshadow Palette. Wunderschöne, wunderschöne diese Packung. So eine Palette habe ich noch nie gesehen. Schaut ihr, die ist wirklich wunderschön. Aber ich denke, nein. Iconic London. Wow, das ist Face Palette. Auch ist wunderschön, aber ist zu dunkel. Nein. The Taupet by, ich weiß nicht. Also diese Marke kenne ich nicht. Auch sehr schöne Farben, ja. Ich denke, nein. Wow, It Cosmetic. Das ist ein wunderschönes Design. Hm. Ja, es ist eine schwer hochwertige Lidschattenpalette, aber erstmal nein. Dann, boah, die Palette kenne ich nicht. Wow, die ist auch wunderschön, diese Farbe. Man sieht das. Die war beliebte. Okay, ich denke, oh, ich weiß nicht. Das ist Urban Decay. Die ist wunderschön. Oh Leute, schaut ihr dieses Design. Ich lege erstmal an die Seite. Keine Ahnung. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Ich lege durch die an die Seite. Ah, Dominique Cosmetics. Oh, diese Palette habe ich selber. Oh mein Gott, die ist so, so gut. Die ist meine Lieblingspalette tatsächlich. Die hat so wunderschöne Farben. Boah. Oh, ja. Das ist wieder Dominique Cosmetic Latte 2. Die ist wunderschön. Also diese Pastellfarben, braune Farben, diese mit Schimmer. Oh, wer macht das alles? So schicke Palette. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, ich lege jetzt mal an die Seiten. Alle Dominique Cosmetic Catrice Palette, limitierte Edition. Ich habe selber viele davon. Oh, wieder diese
Ganz schöne Palette. Oh mein Gott, die ist wunderschön. Ah, ui. Ui, 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 ui. Diese Farbe ist kaputt. Oh, das ist ja schade. Aber wisst ihr was? Die Palette gefällt mir tatsächlich so gut. Vielleicht ich wurde für mich behalten. Also wirklich, oh mein Gott, so schade, dass diese eine Shades ist kaputt gegangen. Ich lege an die Seite. Die Farbe ist wunderschön. Oh, diese limitierte Edition von Essence ist richtig schön. Beliebteste Palette meiner Schwägerin, aber die hat schon die, deswegen. Ich lege die doch an die Seite. Rival de Loup. Das ist auch eine wunderschöne Palette, aber die nein. Ofra. Oh. Schicke Farben. Oh Leute, die ist so schön. Ich sterbe hier, ganz ehrlich. Essence, wundervoll. Ein Rouge. Dieser Rouge ist richtig schön. Ich lege an die Seite in meine Wunschliste, kann man so sagen. Das, was ich würde mir überlegen. Love Palette. Oh. Wow. Okay, ich lege an die Seite vielleicht. Ah, diese Seven, also ich habe gehört, die soll richtig gut sein. Boah, die Palette war richtig geliebt. Seht ihr, wie die benutzt wurde? Scheint richtig gute Qualität zu haben. Dann noch Pinsel gehört dazu. Aber erstmal doch nein. BH Kosmetik. Oi, wie schön sind diese Rouge. Schöne Farbe. Also erstmal, ich lege an die Seite vielleicht behalte ich Natasha Denona Blush Duo, Glow Duo. Oh mein Gott, wunderschön. Aber, nee, ich denke, die, nein. BH Cosmetic Schokolade Strawberry Palette, Trüffel. Wow, die hat aber schöne Rouge Farbtöne, ja. Aber ich habe die alle. Nee, ich denke, nein. Wow, erste Box ist leer. Hurra. Schaut ihr, ich wollte jetzt diese Tasche anschauen. Reisetasche. Oh, wow, cool. Also die Tasche von allein finde ich richtig schön. Ja, man könnte anhängen. Okay, hier Nagellack und eine Creme Hyaluron. I give Hanföl Gesichtscreme. Beauty Love Naturkosmetik. Also ihr wisst ja, Naturkosmetik ist es nicht meine... Nicht mein Welt, deswegen nein. Nagellack, Essence Strong Long, Maybelline. Maybelline übrigens ist ganz tolle Marke, aber in dieser Farbton habe ich. Gelb ist nicht, doch nicht mein Welt. Manhattan ist ganz tolle Qualität normalerweise. Oh, diese Farbe ist sehr schön, aber doch nicht für mich. Oh, Essence, diese Serie, die gibt es nicht mehr, aber die war auch super schön. Also, Essence hat nur Design geändert und diese Farbe ist für mich zu giftig. Also, leider hier nichts davon. Boah, es riecht etwas in dieser Tasche. Vielleicht das, was riecht, ist hier. Ja, ich habe jetzt richtig erwischt. Also ich kenne diese Marke noch nicht. Ich weiß, dass es eine unserer Kollegen macht das selber. Seht ihr? Handmade Duftwachs. Ich würde auf jeden Fall unter meinem Video im Infobox Link zum diesem Online-Shop für euch lassen. Schaut ihr da vorbei. Die macht diese Wachs, wisst ihr ja, Duftsachen. Oh mein Gott, das riecht so gut. Das ist wahrscheinlich der Decke, leider auseinandergefallen. Ich muss das alles durchkriechen. Oh, riecht gut. Fresh Sleep. Oh, Leute, ich liebe sowas. Ich habe schon sowas gehabt. Oh, hier, leider auseinandergegangen. Aber das macht nichts. Man sollte am besten trotzdem auf kleine Stück teilen und nicht ganze Stück in die Lampe reinpacken. Also, ich gucke für mich alles durch. Was wurde mir sehr gut gefallen. Ich wollte etwas auf jeden Fall für mich behalten. Also so schöne Düfte. Am Ende meines Videos, ich würde euch die Namen nennen, was hat mir
so gut gefallen. Ich wollte euch zeigen, noch hier drinnen gibt es so eine Palette, die ist aber für mich nicht interessant. Ich habe sowas früh beim Drogerie für mich gekauft, diese Wachs. Aber im Drogerie war, ehrlich gesagt, so einfache Varianten. Ich war nicht so begeistert, deswegen habe ich damit aufgehört. Aber diese Düfte finde ich tatsächlich sehr einzigartig. Also mit diesen Düften haben sie mich tatsächlich erwischt. Ihr wisst, ja, ich liebe Düfte. Was ist das denn? Keramisches Herz. Das ist nicht für mich. Weiter noch eine Kulturtasche. Aha, hier sind Tuchmasken von Garnier Skin Active, Vitamin. Was ist das? Ah, Disney Princess. Das war limitierte Edition. Aber es ist für mich nicht interessant. Diese Box ist tatsächlich schwer. Garnier Body Tonic. Muss ich riechen. Ah, hier ist schon eingeklebt. Na gut, ich lasse das. Hier ist alles eingeklebt. Ist das wie eine Wundertüte? Ah, das ist für Alina von Sarah Isabel. Super, super, dass es eingeklebt ist. Das ist tatsächlich eine Wundertüte. So, das ist für Alina von Schwarzkopf. Glättungscreme für geschmeidiges, glattes Haar. Style Repair, also das ist Styling-Produkt. Ich denke, ich habe meine gefunden. Essence Hello Good Stuff etwas war. Nein. Oh, von Marke Maison. Multifunktion Formula Snail Repair Eye Creme. Ich kenne diese Marke, die ist so, so gut. Ist die schon bestimmt? Ah, okay. Ja. Riecht noch nicht, aber das ist schon etwas Altes. Aber diese Serie ist so, so gut. Basic Skin Silikon Exfoliant Pad. Ah, okay. Sowas habe ich auch. Von Essence, ich denke. Nein, das ist nein. Also, nein. Keine Ahnung. Nein. Weiter. Kulturtasche von Marke Caudalie. Everyday Napkin. Stoffserviette. Dessing. Okay, das ist wahrscheinlich, um Tisch zu dekorieren, oder? Vier Stück drin. Ich denke, nein. Matt Jacobs. Omega Shadow. Ich habe von Marc Jacobs noch nie, ich denke, etwas in meinem Leben gehabt. Oh, wie süß ist die, das sieht so aus. Ah, okay. Das ist Mona Lidschatten. Ja, okay. Also Design gefällt mir richtig gut. Oh, schade, dass es nicht eine Rouge zum Beispiel. Na gut, weiter. Von Lancôme. Ich würde gerne diese Tester haben. Das ist eine gute Idee. Uiuiui, etwas runterfällt. Stopp, wir haben hier Intensivcreme, also Proben. Wir haben hier Proben. Die interessiert mich erstmal nicht. Das ist der gleiche Farbnuance, Nummer 03. Victoria's Secret, eine Parfumprobe brauche ich nicht. Ich nehme erstmal eine für mich. Aha, das ist zum Spielen. Das ist ja ganz süß. Oh, hier gibt es noch sehr viele kleine Probchen. Oh, Nukes. Probenduft. Narcisse Rodriguez habe ich schon selber gehabt in Probchen. Baldessarini. Oh, hier schon nichts mehr drin, oder? Ah, hier, dieser Duft. Übrigens, das ist ganz toller Duft. Kenne ich. Auch meine Lieblings. Ich denke, ich nehme. Und dann, was ist das denn? Schmuck wahrscheinlich. Ja, das ist wahrscheinlich Schmuck. So, weiter. Oh, süß. Kleine Probchen von Marke Avon. Avon. Dann Christian Lauritsch. Proben. Und viele Süßigkeiten. Oi. Ich nehme eine, okay? Also mit Süßigkeiten ist es ganz lieb. Das ist wie eine Belohnung. Oh, ganz toll, ganz toll. So, das geht alles wieder zurück. Das ist ja eine ganz süße Tasche, oder? Oh, die gefällt mir. Mit Lidschattenpaletten. Oh, wie schön. Oh, das ist
Tolle Tasche, die schützt, wisst ihr? Die schützt sehr gut. So eine Tasche, ich würde gerne haben. Darf ich das haben? So, Beach Cosmetics. Lidschattenpalette. Oh mein Gott, die ist wunderschön. Die gefällt mir. Ich denke, diese Palette gehört zum Nicole. Die Farben gefallen mir so, so sehr. Die Palette bleibt bei mir. Estée Lauder. Oh, wow. Schicke Design. Was haben wir da drin? Oh, wie süß. Ja, ja, schön. Nein. Schön und nein. Louvia Cosmetics. Okay, nein. The Joy Tan Lines. Oh, wow. Oh, dieser Spiegel ist kaputt. Muss man aufpassen. Aber die Farbe sind echt mega schön. Seht ihr das? Aber trotzdem nein. Ui, Zodiac Beach Cosmetic. Oh mein Gott. Ich denke, die ist 100 Jahre alt. Oh nein. Oh nein. Oh, wie traurig ist das. Für mich persönlich zum Beispiel, diese Palette war nie sehr interessant, weil die zu groß für so wenig Lidschatten ist. Wisst ihr? Deswegen... Obwohl, die hat wunderschöne Farben. Gucci-Boxen. Oh, die sind praktisch. Also, oh, wie praktisch. Ganz tolle Sachen. Und das ist ganz neue Tasche. Ich lege jetzt mal an die Seite. Vielleicht doch ist es etwas für mich. Skin Division Illuminating Balm. Keine Ahnung. Ist das etwas Pudriges? So sieht es so aus. Das ist ganz neu. Verstehe das nicht. Ist das pudrige Textur oder das geht wieder weiter? Ui, dieses Produkt habe ich selber und habe immer noch nicht geschafft zu testen. Habe ich von koreanischen Online-Shops Taiwan zugeschickt bekommen. Ich bin selber gespannt, wie gut ist dieses Produkt oder nicht gut. Also diese muss ich noch testen. Dann wir haben von Debaran eine Foundation, die ist aber, ich sehe schon, die ist mit rotem Pigment. Würde mir überhaupt nicht passen. Oh, wow. Dieser Lipgloss von Rival ist wirklich wunderschön. Reboost Gelcreme. Das ist Clarins. Oh, ja. Nagellack. Nicht so interessante Farbe. Hier etwas schon sehr alt und ist schon nicht mehr gut. Und eine Tan Lux Super Glow Hyaluronic Self Tan Serum. Nein. Nein. Nehmen wir nächste Gucci Box. Tak, was haben wir hier? Von Catrice. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, was ist das? Touch of Love von Yves Saint Laurent. Das ist eine Blue Primer. Dann von Alverde, also ich bin keine Fan von Alverde, Catrice, also das ist ja diese cremige Blush und dann ist noch eine limitierte Edition von Catrice, eine Lippengloss wahrscheinlich. Nagellack, ich habe selber aus dieser Serie etwas benutzt, trotzdem Liebe von Essie und so weiter. Hier sind Lidschattenpaletten. Okay, Catrice, die Palette habe ich gehabt. Die ist auch sehr, sehr schön. Catrice Jungle Book. Oh, die ist schön. Ich habe tatsächlich von dieser Jungle Book nichts gekauft damals. Ich denke, ich lege diese Palette an die Seite. Die ist schön. Von Essence. Ah, ja, das war limitierte Edition, Kooperation Essence bei Merve. Genau, jetzt, ich erinnere dieses Design. Oh, diese Palette ist wirklich wunderschön, obwohl ich habe selber die nie gehabt. Aber trotzdem nein. Und dann, oh, von, wo etwas hier runtergefallen, ich sehe das leider dreckig. Von Tamtam Beauty, diese Kollektion habe ich, hoffe, ja. Also, ich sehe schon, die Palette ist leider kaputt. Leute, ich weiß nicht, ob es überhaupt gute Idee ist, dass ich die öffne. Also, die ist wunderschön, aber die ist
ganz zerstört. Shit. Also da sind, ich würde besser nicht öffnen. Da sind zwei wunderschöne Lidschatten zerstören. Die Palette, ich liebe übrigens selber. Ich mag, ich habe sie selber, aber die ist zerstört. So schade, echt. Ah, ja. Ich habe für mich hier ein bisschen gebastelt, damit ich konnte am besten hier alles platzieren. Ja, so eine Boden, feste Boden für mich. Oh, 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 oh. Von Dalton. Aha, das ist eine Probchen. Oh, wie süß, das ist eine Sponge für Concealer. Super Sachen. Eigentlich, ja, sowas mag ich, aber ich habe selber schon ein paar Stück, benutze ich tatsächlich nicht so oft. Von Rival Loves Me eine Highlighter, Rouge Highlighter, ja, Liquid Rouge. Wie gesagt, ich bin keine große Fan davon. Colourpop, cool. Lippenstift, ja, nein. Nagellack von Essie, weiße Farbe. Ich bin vor kurzem selber zum Geschmack gekommen, aber ich habe selber. High Perfection von Rival Loves Me Liquid Highlighter. Nein. Ja, Liquid Blush von Catrice, das ist auch nicht mein Welt. Madara Hyaluronic Anti Pollution CC Creme. Nein. Diese Duft mag ich persönlich überhaupt nicht. Oh, 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 oh. Dieser Duft, ehrlich gesagt, mein Favorit. Exotic Party, das ist eine limitierte Edition war und oh mein Gott, wie schön die Produkte sind mit diesem Duft. Ich habe Bodyspray davon, auch aus Stresche Paket. Pressan, Pflege, Öl, Spray, Exotic Duft noch. Für sonnenstrapazierte Haar. Also, ich würde sehr, sehr gerne vegan Duft nehmen, aber ich benutze tatsächlich sowas nie. Schade. Oh, oh St. Moritz Mousse Tuning. Ja, bin ich auch faul. Oh, wow, Dalton. Azelaic Acid Serum. Ich habe davon tatsächlich selber ein paar Flaschen. Das ist eigentlich das beste Produkt für die Leute mit Rosacea Cuperosa. Oder, also Azelaic Acid ist super gegen Akne. Vitamin C Serum. Hat jemandem nicht gepasst? Wieso? Wieso, Leute? Das ist so eine tolle Serum. Ich habe selber, ihr wisst, ich arbeite zusammen mit Dalton und ich bekomme für euch so oft auch Rabattcode. Ja, ich habe Nachschub davon schon. Zwei Flaschen. Deswegen, ich behalte doch für jemanden, der arbeitet mit Dalton zusammen nicht. Dann ist eine tolle Chance natürlich, diese Produkte testen. Hier an der Seite liegt von Marke Burger Schutzhülle für das Handy. Ich vermute, das ist extra für iPhone. Diese Elite, das ist eigentlich sehr teure Serie von dieser Marke. Ich weiß, dass Qualität soll sehr gut sein, aber ich benutze selber eine durchsichtige. Sehr interessant, mein Gott, was alles dabei ist, Leute. Mega, mega interessant ist diese Trash-Box. Ich sage euch, mir gefällt, es macht unglaublich Spaß. Schauen wir, oh, wie süß, guckt ihr, Bastelflaschen, ja? Brauche ich nicht, aber das ist ja tolle Sachen. Das ist ja wahrscheinlich Koreaner oder Japaner. Salon de Pro, keine Ahnung, was ist das. Von Catrice Sensitive Gel to Oil Cleanser. Nein, nicht. Art Deco Magic Fix. Lippenstift Fixierung mit pflegenden Öl. Wow, was alles gibt es hier, aber brauche ich tatsächlich nicht. Von Balea Öl to Milk Body Peeling. Und hier haben wir Haarparfum von Marke Gül. Ich denke, ich habe schon sowas irgendwo gehabt. Ich denke, ich habe das im anderen Trash-Paket schon auch selber getestet. Eigentlich, ich benutze keine Parfüme für die Haare. Ich benutze normale Parfüme, die ich benutze tatsächlich an die Haare. Deswegen brauche ich extra für die Haare nichts.
Jinjan Sung Hydrik Face und Eye Creme. Nein. Nächste Paket. Oh, cool. Also, diese Marke Bella Pierre, ich habe für mich vor kurzem dankbar unsere Trasche diese Boxen entdeckt. Ich habe da für mich eine Blush rausgeholt und gehört zu meiner Favoriten Blush. Es ist eine Mineralienkosmetik. Hier haben wir Translucent Powder. Hier gibt es Mika, also bei Mineralienkosmetik gibt es keine Talg und diese Kosmetik ist sehr gut, besonders für empfindliche Haut. Oioioioi, vielleicht das war ein Fehler, dass ich geöffnet habe. Oioioioi, sorry. Ja, Coco, die ist so gut, die ist so seidig, Leute. Die ist durchsichtig. Obwohl die hell ist, die ist absolut durchsichtig. Ich behalte die für mich. Für mich letzte Zeit Mineralkosmetik sehr interessant geworden. Wirklich, das ist meine neue Entdeckung. Ich weiß nicht wieso, früh ich habe ignoriert diese Marke und überhaupt Kosmetik, Mineralkosmetik. Aber wie gesagt, dankbar diese Trash-Paketen, ich habe für mich etwas Neues entdeckt. Trending Up Mosaic Blush. Also der ist tatsächlich nicht interessant für mich. Dann von Art Deco eine Blush und Eyeshadow. Also beide sind für mich nicht interessant. Von Essence eine Baking Metallic Highlighter. Das soll wahrscheinlich eine limitierte Edition sein. Ein bisschen zu dunkel. Aber Essence Highlighter sind auch eine von besten. Lime Crime. Venus XS. Eine Lidschattenpalette. Lime Crime eigentlich gute Marke. Aber irgendwie ist nicht interessant für mich. Also hat mich nicht angefixt. Aber gut, ich freue mich. Aus dieser habe ich schon für mich, aus diesem Box, kleinen Box, habe ich doch für mich etwas Schönes geholt, ja? So, nee, doch, hier, Leute, hier gibt es eine riesige Box. Okay, ich muss tatsächlich Gas geben. Zahnpaste. Also das ist eine Naturkosmetik, also alles, was Naturkosmetik ist. Ich sage euch, es ist nicht mein Favorit. No Plastic Shampoo, Light, Soft. Ah, das ist wahrscheinlich eine trocknende Shampoo. Es ist auch nicht mein Wild. Diese Puder habe ich selber richtig, richtig gut. Aber limitierte Edition. Holy Grace bei Maxim Giacomo. Was ist das? Also das ist eine antibakterielle Serum für unreinheiten Haut, wenn man hat Entzündungen. Also eigentlich nein. Feste Dusch, nein. Lash Primer, also nein. Rival de Loop Bronzing Powder, nicht so interessant. Von Revolution Willy Wonka, ganz tolle Kollektion. Dieser Highlighter leider ist für mich zu gelbig. Ich finde diese Highlighter im Eierform besonders interessant wird für die Leute, die Samen sowas, wisst ihr? Dann Detox-Maske, nein. High-Erde-Waschlotion, nein. Baldinini, was ist das? Ui, Leute, keine Ahnung. Strip-Lash-Glue, ah, okay. Das ist Kleber für die Wimpern. Benutze selber selten. Dann haben wir etwas wieder Vitamin C, Nektar, Mix und Masch, Serum. Also ich liebe Vitamin C Serum, aber diese Marke spricht mich nicht an. Lotte London, eine Eyeliner, habe ich auch selber genug. Hair Couture, Antonio Axu, Voluminosen, Konditionier. Keine Ahnung. Manchmal, ich habe Gefühl, wenn das braucht keine, dann vielleicht brauche ich das auch nicht. Wirklich. Manchmal, ich denke, wenn Mensch hat das weg aussortiert, dann vielleicht doch ist nicht so gut. Na gut, etwas von Glow, Mask, Pads, Remove Pads, okay. Oh, La Rive, das ist diese Düften. Okay, alles klar. Also, erinnert Chanel Chance. Mag ich nicht persönlich. Oh, Leute, hier gibt es was anderes, viel interessanter. Aber okay, wir haben von Yepoda Bau Chill Get Glazy. Ich arbeite zusammen mit Yepoda, aber diese Produkte kenne ich nicht. Wow, was ist das denn? Das ist Balsam. Okay, das ist wahrscheinlich Lippenbalsam oder so. Also,
Interessant. Oh, das ist ja ganz tolle Primer von Rival Loves Me Holy Grace bei Maxim. Fantastischer Basic unter dem Make-up, aber leider, das war limitierte Edition und diese limitierte Edition schon seit, ich denke, ein paar Jahren nicht mehr da. Selber meine Creme wurde schon umgekippt, ich habe weggeschmissen, deswegen bin ich nicht sicher, dass diese Creme noch gut, aber absolut nicht schlechter als High-End. Und der Duft bei diesem Primer ist so wunderschön. Dann kann Cognac-Schwämme habe ich selber zwei Stück, benutze nicht. Ich habe wohl ein Video auf meinem Kanal zum Cognac-Schwämme. Wenn für euch dieses Thema interessant, gibt ihr einfach nur Natalie Nord Beauty, dieser Cognac-Schwamm, und findet ihr das Video. Ganz tolle Sachen, nur ich benutze selber nicht. Räucherstäbchen, Palo Santo. Oh, das ist was sehr Interessantes für mich. Ich kenne sowas. Oh, die riechen leider sehr medizinisch. Nicht so, nicht so. Nicht meine Duft. Oh, wie schade. Leute, diese Marke Uniqlo. Ich habe früher mit dieser Marke zusammengearbeitet. Jetzt arbeite ich nicht mehr. Die haben aber tatsächlich originale Abfüllungsdüfte. Man könnte diese 8 ml kaufen, um zu testen, ja? Ich bin richtig gespannt, was da drin ist. Vielleicht ist es meine Glück Ella K. Boah, ich kenne diese Marke nicht. Ich liege an die Seite und schaue auf die Pyramide. Von Rival de Lube, Lots of Love, Brighten Up Anti-Eye Creme. Ach so, ich habe sowas von Revolution und Catrice. Ich bin mega zufrieden. Und hier ist auch ein wunderschöner Farbton. Aber ich habe schon selber genug. Und ich habe vor kurzem noch eine gekauft, günstige aus Drogerie, was ich wollte mit euch auch zusammen testen. Deswegen, ich habe schon genug davon. Wir haben hier von Boho Lip Liner. Also ich sehe Lip Liner mit Schema. Sowas mag ich überhaupt nicht. Von Essence Long Lasting Eye Pencil. Ich denke, genau diese Farbe habe ich selber. Dann, keine Ahnung, Bach, Original Bach Blüten Walnut. Ist es noch eingepackt? White Chestnut. Zwei Tropfen in einem Glas Wasser geben und schluckweise trinken. Also, das weiß ich nicht, ob ich sowas brauche. Dann haben wir hier noch eine Palette wahrscheinlich. Ah ja, genau, von Essence. Die habe ich selber. Die ist eigentlich wunderschön. Leute, ich habe entschieden für mich diese Duft tatsächlich testen. Ich habe auf meine Hand gespürt. Der ist gut. Der ist süß. Aber etwas da, was ein bisschen nervt mich. Also ein bisschen zu viel. Es ist nicht mein Duft. Ich könnte mir vorstellen, das Video wird Ewigkeit lang, aber immer noch macht unglaublich viel Spaß. Besonders, wenn ich sehe, so viele Lidschattenpalette und überhaupt Palette von Sephora. Fantastischer Design. Oh, schöne nude, pastellige, matte Lidschatten. Aber ich habe davon sehr viel. Sigma, wow, das ist eigentlich auch ganz tolle Marke. Ich habe davon Pinsel. Man könnte auch mit meinem Rabattcode ab und zu günstig beim Purish bestellen. Chrome Maglow. Das Schema Highlight Palette. So habe ich mir gedacht. Also das ist einzigartige Palette, besonders mit dieser Farbton, ja? Also nee, das ist leider auch nicht für mich. Nabla, oh mein Gott, Nabla ist, ihr wisst, wunderschöne Marke. Oh, dieser Design ist auch super. Man sieht sofort, ja, das ist was einzigartig. Poison Garden, ich habe so eine Palette noch nie gesehen. Nabla, man könnte auch mit meinem Rabattcode, ich lasse für euch unter mein Video im Infobox aktuell, ihr könnt beim viele Produkte beim Purish sehr, sehr gut sparen. Und Nabla könnt ihr da auch für sich bestellen. Wow, die ist auch schön. Ich weiß nicht. Ich liege auf jeden Fall an die Seite. Von Rival Loves Me Secret Garden Eyeshadow Palette. Die aber auch nein. Catrice Orchid Dusk. Die Palette habe ich früher auch schon gesehen. Die ist aber nicht interessant für mich. Highlighter-Palette. Nein. Nein, die nein. Lotte London, was war das? Setting Powder. Das habe ich selber. Litau Cosmetics. Eigentlich ganz tolle Marke. Wow, wow, wow. Schicke Farbe. Aber auch nein.
Weiter, neue Gucci Box in Pinkfarbe. Oh, etwas von Misha, das ist wahrscheinlich Cushion. Ich weiß, das ist eine beliebte Marke eigentlich. Ah, sehr dunkle Farbe. Wow, ich habe tatsächlich von Misha noch nie was probiert. Könnt ihr mir das vorstellen? Beauty-Blogger. Hier noch eine Pinsel von Sephora. Also diese Pinsel ist sehr interessant. Ich weiß, Sephora hat tatsächlich sehr, sehr gute Pinsel. Und diese Seite gerade ist super zum Ausblenden. Hier, diese Seite auch sehr, sehr schön, weich. Also diese Pinsel, ich behalte. Physicians Formula Organic Wear Silk Foundation Elixir. Ich habe noch nie probiert. Vielleicht lege ich doch an die Seite. Ich überlege. Wisst ihr, ich überlege noch. Die Farbe ist sehr schön. Ich überlege, ich lege an die Seite. Also eigentlich lege ich hinter mir. Das, was hat mich interessiert, ich lege immer hinter mir. Naturcreme, Make-up. Also das ist tatsächlich nicht interessant für mich. Hier haben wir XX Revolution Kosmetik. Frequenz. Okay, Verpackung ist, Design ist mega schön. Oh, das ist Highlighter. Oh mein Gott, der ist richtig schön, aber leider sehr dunkel. Design ist sowas schick. Schade, das ist sehr dunkel, Highlighter. Oh, schade, so eine schicke Design. Oh, wir haben ein Parfum, Leute. Das ist genau meine Trashy-Box. Ich liebe Düfte, aber diese Marke kenne ich nicht. Commitment Otterkern Florale. Also diese Düfte muss ich testen, auf jeden Fall. Sehr schöner Design übrigens. Auf dem Glas hier ist eine Blume. Er riecht schon mehr erfrischend. Nach Blumen und diese Richtung gefällt mir tatsächlich mehr. Aber man merkt, dass es eine günstige Parfum. Also ich wenigstens diese einfache Noten, also typisch so Drogerie-Parfum. Und jetzt gerade, wenn ich könnte vergleichen beide Düfte, wisst ihr, an rechter Seite habe ich diese Düfte aufgetragen, an dieser Seite hier habe ich diese luxuriösen Düfte aufgetragen. Man merkt sofort, dass luxuriöse Duft ist doch tatsächlich mehr luxuriös und wurde besser zusammengestellt. Der andere Duft ist tatsächlich viel, viel qualitativer. Also leider, diese Duft ist nicht meine Duft. Also für mich riecht tatsächlich günstig. New York. Weiß ich nicht. Was ist das denn? Woman Duft. Oh, Paradies. Ich sage euch, heute ist Paradies für mich. Wow, was ist das denn? Cool. Das ist... Oh nein, 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 nein. Das merke ich schon durch die Nase. Also das ist Schwerduft. Einzigartig tatsächlich. Süßlich. Base of Schweden Foundation. Das ist etwas Dunkles. Das ist dunkle Farbe. Die Marke kenne ich nicht. Trend It Up Gloss Fresh Nail Spray. Also, ich habe schon einige Spray ausprobiert. Bei mir Nagellack trocknet damit trotzdem sehr lang. Time Miracle Sleep und Peel Organic Skincare. Nicht interessant. Ich habe immer noch von Kiko nichts. Könnt ihr mir vorstellen, das ist eine Face- und Lidschattenpalette. Die ist tatsächlich für mich persönlich nicht so interessant. Eine Pinsel, also die ist synthetisch und fühlt sich viel, viel einfacher als der von Sephora. Also der ist tatsächlich nicht so. Von welcher Marke? Muss ich schauen. Das ist Catrice. Okay, aber trotzdem nicht so. Nein, der ist nicht interessant. Colourpop Lippenstift. Ich sehe schon hier Farbe. Nein, nicht meins. Keine Ahnung, wie heißt diese Marke. Renewal Power Eye Creme. Nein, ich habe meine. Von NYX Born to Glow Liquid Illumination. Also das ist etwas Dunkles. Nein, Probenparfum von Marke Joop, mag ich ihn nicht sowieso. Essence Eyeshadow Primer, das ist auch von dieser limitierten
Disney-Kollektion von Essence Prime Plus Studio Poreless. Also von, aus dieser Serie habe ich schon sehr vieles probiert. Putty Prime. Schöne Primer übrigens, hat tatsächlich Poren mehr feiner gemacht, hat Blemish-Effekt. Ich habe dafür ein Video auf meinem Kanal. Mein Little Box. Oh, und das ist Marke The Balm. Ganz tolle Marke. Ich denke, ich habe davon auch noch nichts probiert. Tinted Moisturizing. Nee, das ist leider nichts für mich. Das ist jetzt Face Cleansing Pads. Also sowas haben wir schon gesehen. Für den perfekten Zopf, Pony, Puffing. Ah, guckt ihr. Aha, das ist ja interessant. Aber es ist auch nicht für mich. Ich habe nicht gewusst, dass sowas gibt. Sehr interessant. Shahayan Stockholm Stilencreme. Keine Ahnung. Nee, irgendwie. Nein. Karma Face Brush. Sowas für das Gesicht. Also, das ist ein bisschen grab für das Gesicht. Ist das für den Peeling oder was? Keine Ahnung. Pearl Weiß, White und Gloss. Das ist Zahnpflege. Ich vermeide solche Sachen, weil ich sehr empfindliche Zähne habe. Isana trocknen Shampoo. Fußwohl, Fußgel to Öl von Rossmann. Nein, oh, sowas auch gibt's. Das ist wahrscheinlich für Pinsel eine Tasche, oder? Könnt ihr mir vorstellen. Ja, das ist eine... Guckt ihr, das ist von Marke Catrice. Cool. Eigentlich ganz tolle Sache. Eigentlich sowas brauche ich tatsächlich. Ich muss überlegen, vielleicht sowas behalte ich doch für mich. Ich liege an die Seite. Das ist schon etwas Interessantes für mich. Oh mein Gott, der ist so dick. Der riecht übrigens sehr, sehr schön. Rosé Avenue Glamourious Volumen 3 Shampoo. Kenne ich nicht. Was da drin ist? Da ist ein Kugelchen. Den, ich denke, ich würde für mich behalten. Dieses Design gefällt mir richtig gut. Ich kenne ihn tatsächlich nicht. Zum Not, ich könnte dann weiter meine Schwiegerin vielleicht schenken, weil sie benutzt oft sowas. Ich benutze tatsächlich selten. Ich habe meinen Favoriten gefunden. Good Molecules. Pineapple Exfoliating Powder. Ist das Enzympeeling? Ja, genau. Das ist eine Enzympeeling. Schaut ihr, with Fruchtenzym, Vitamin C, Reispowder, Softer Sprite. Also das klingt wirklich sehr interessant. Die Marke kenne ich überhaupt nicht. Ich würde überlegen, vielleicht doch behalte ich. Weil gute Enzympeeling, das ist immer sehr, sehr gut. Und da ich sehe sehr viel Produkt drin. Ne? Das ist dieser Stein für die Füße reinigen. Hier sehr schön eingepackt. Nee, den brauche ich tatsächlich nicht. Von Catrice eine Lidschattenpalette. Wow, die kenne ich nicht. Aber nein, ich habe schon ähnliche Farbe von Morphe. Ich denke, ich habe überhaupt noch keine Lidschatten. Wow, schicke Palette, sehr viele matte Farbe. Aber nein, so in diese Richtung habe ich tatsächlich sehr viel. Bare Necessities, keine Ahnung, Phase Zero. Gott, ich kenne sowas nicht. Also das ist Lidschatten und Face Palette, aber tatsächlich nein. So Leute, das ist jetzt letzte Box. Ich glaube selber nicht, von einer Seite, Gott sei Dank, ich habe geschafft, von anderer Seite, schade, es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben hier von Catrice Limitierte Edition Disney Serum Primer. Das ist Nahrungsergänzungsmittelvitaminen. Dann Catrice Bovuch. Mädels, wo findet ihr diese Kosmetik? Mein Gott, ich habe so vieles tatsächlich nicht gesehen. Das ist eine Self-Tuning. Dann Moisturizing Body Lotion. Kenne die Marke leider nicht. Sweet Ginger Flower. Das ist volle Flasche. Vielleicht ich nehme für meine Nachbarin. Alte Frau, die ist in einem Heimhaus. Und ja, bei ihr wurde Shampoo, Body Lotion, alles echt sowas verbraucht. Und das ist so eine praktische Flasche. Vielleicht ich nehme das für sie raus.
Von Marke Avant. Kollagen habe ich schon selber. Ich denke, weiter verschenkt. Von M. Assam. Control Age Lichtschutzfaktor 30. Eine Serum. Brauche ich nicht. Malibu Smoothing Creme. Nein. Von Balea Tagescreme. Diese Proben habe ich selber tatsächlich schon sehr viel. Catrice Wimpern. Die sind echt richtig dick. Und hier gibt es nicht ganze Wimpern, nur ein Teil. Hier ist ganz und hier nur ein Teil. Lustig. Pineapple und Coconut. Prep und Prime. Nein, das. Nein, 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 nein. So, sowas haben wir schon gesehen. Philip Kinsley Styling Finishing Touch Polishing Serum. Ich habe so eine Serum für meine Haare von diesem Philip Kinsley. Sowas Gutes. Ich muss schauen, ist das auch für die Haare? Wenn ja, dann nehme ich für mich raus. Kevin Mori kenne ich nicht. Shimmer Shine, Body Shimmer Shine. Benutze ich sowieso sowas nicht. Dann von Got2Be Beauty and the Brow. Brow Mascara in Farbe Aschbraun. Aber von Got2Be, das ist tatsächlich sehr interessant. Ich muss überlegen. Ich muss überlegen tatsächlich. Got2Be ist, ich weiß, was geht um Augenbrauen. Ganz tolle Marke. Susan, oh, diese kenne ich. Ich denke, das ist Bronzing. Genau, das ist Bronzing Powder. Ich habe selber, ich denke, ich habe jemanden, ich vermute, ist kaputt gegangen. Deswegen besser, ich würde weiter nicht öffnen. Ich habe schon selber jemanden weiter verschenkt. Nee, das sieht so nicht gut aus. Oh, wie schade, so klein und trotzdem ist kaputt gegangen. Aber Leute, das war's. Ich habe geschafft. Jetzt ich zeige euch alles, was ich für mich ausgesucht habe. So Leute, so sieht das jetzt alles aus. Ja, ist Katastrophe. Ich muss nachher aufräumen, aber erstmal, ich muss Mittagessen haben. Hier diese kleine Hafen, das ist das, was ich für mich erstmal ausgesucht habe. Aber ich würde nochmal das alles durchschauen und entscheiden, was ich für mich behalte. Was wird dann wieder in diesem Box zurückgehen. Ich habe natürlich auch meine Sachen schon zusammengestellt, was ich würde auch von mir loswerden wollen und dann packe ich das alles auch dazu. Ja, das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, aber mein Rücken, Leute, ich habe hier gesessen, ich kann nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen, aber es hat Wahnsinn Spaß gemacht. Das ist jetzt der spannende Moment. Was habe ich für mich behalten? Was habe ich für mich Schönes ausgesucht? Tatsächlich sehr viel hier, großer Korb. Deswegen an dieser Stelle, ich wollte bei meiner Kollegin mich bedanken, dass ich bei dieser Aktion dabei sein durfte. Dankeschön, meine Lieben, dass ich durfte so schöne Sachen bei mir behalten. Ich hoffe, das, was ich habe zurückgepackt von mir, findet auch bei euch zweite Zuhause. Ich muss euch auch was noch erklären. Alle Sachen, die ich habe euch im Video gesagt, nein, ich würde das nicht bei mir behalten, habe ich natürlich ja zurück im Paket gepackt, aber tatsächlich einige Produkte haben irgendwie in meinem Kopf gesessen und dann in Ruhe habe ich verstanden, doch einiges wollte ich bei mir behalten. Wie zum Beispiel diese Garnier Body Tonic straffende Feuchtigkeitslotion. Von Garnier diese Bodypflege habe ich bis jetzt noch nie gehabt. Ich habe ihn gerochen. Der riecht so sympathisch. Man kann das nicht sagen, ich weiß, aber der riecht so nett. Zitronig, erfrischend. Und ich weiß nicht, hat etwas, was verbindet mich mit meiner jungen Zeit. Und deswegen, diese wollte ich doch bei mir behalten. Hier tatsächlich noch, wie viel ist hier? Sehr viel Produkt, also ich sehe nicht ganz genau, egal. Also Flasche ist noch schwer, diese Farbe, diese zitronige Farbe gefällt mir total. Also ja, der bleibt bei mir, gefällt mir total. Dann diese Probe von Lancôme Tint Idol Ultra Wear in die Farbe 03 Beige Diaphane. Deckkraft, sehr stark, Lichtschutzfaktor 15. Ich habe früher
tatsächlich Lancôme Foundation gehabt und das war mein absoluter Favorit. Aber früher war Probleme beim Lancôme, wurde sehr schnell und sehr stark oxidiert. Hat immer schöne zum Beispiel Beigefarbe, aber nach ein paar Minuten auf der Haut hat Orangenfarbton. Deswegen habe ich mit Lancôme aufgehört. Ich weiß, dass mittlerweile Lancôme hat seine Formulierung verbessert. Deswegen wollte ich diese neue Version für mich testen. Wenn für euch auch interessant, ich könnte extra für euch ein Shorts-Video machen. Video für eine Minute. Also, wenn für euch interessant, dann schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Eure Feedback ist für mich wichtig, dann weiß ich ganz genau, dass dieses Video, obwohl das wird ein ganz kurzes Video, trotzdem lohnt sich zu machen. Ja, und dann ohne lange Blabla, ihr könnt dann auch ganz schnell mein Update haben. Diese Dominique Cosmetics Lidschatten habe ich selber, deswegen habe ich die nicht für mich behalten. Ich habe die zum Verschenken weiterbehalten. Eigentlich die alle Produkte meistens wurde weiter verschenkt. Ich weiß jemanden, ich würde damit unglaublich viele Freude machen. Urban Decay, ganz tolle Marke. Ich habe selber davon tatsächlich nur zwei kleine Palette. Eine davon habe ich schon weggeschmissen. Und diese Palette würde ich weiter verschenken. Die ist auch wunderschön. Lidschattenpalette von Marke Ofra, ganz tolle Marke. Palette heißt Lotus, die ist auch wunderschön, aber ganz tolle Pigmentierung. Die Palette sehr Violet bei Juvia's. Also ehrlich zu sagen, ich kenne diese Marke nicht, ich habe davon nichts, aber die Palette hat mir richtig gut gefallen. Das einzelne diese Lidschatten ist kaputt gegangen. Na gut, ich würde sehr akkurat mit ihr umgehen. BH Cosmetic Beautiful in Barcelona. Diese Palette hat mir immer gut gefallen. Ich finde die so wunderschön. Die wahrscheinlich ich würde bei mir behalten. Ich liebe diese dunkle Farbton, also diese untere Reihe, die einfach schreit nach meinem Namen. Beim BH Cosmetic übrigens Qualität unterscheidet sich ganz deutlich von vielen anderen Marken. Auch nach vielen Jahren. Qualität ist mega pigmentiert und diese Lidschatten fühlen sich butterweich, also unglaublich butterweich. Also ich finde BH Cosmetic, das ist die Marke, wo man könnte tatsächlich Geld investieren. Dann habe ich diese trockene Shampoo bei mir behalten. Auf jeden Fall, dieses Shampoo wollte ich selber testen. Und dann vielleicht weiter meiner Schwägerin schenken, weil sie benutzt oft das Trockner. Diese Nagellack, vermutlich von Antje. Wunderschöne Farbe. Mag ich total. So, übrigens die Marke Bio, ich weiß nicht, wie heißt diese Marke, so Leute, verzeiht mir. Also das ist wirklich wunderschöne, wunderschöne Pastellfarbe. Und ja, diese Pinsel von Sephora mit zwei Seiten finde ich so praktisch unterwegs mitzunehmen. Und zwar, ich weiß, dass Sephora Pinsel haben sehr gute Qualität. Und diese Seite hat mich besonders interessiert, weil das ist Pinsel zum Ausblenden und fühlt sich echt, also ob das echt Haare sind, also fühlt sich so, so gut. Ich weiß nicht, wahrscheinlich das ist Synthetik. Pinsel zum Ausblenden für mich immer, das sind meine aller Lieblingspinsel. Bella Pierre Puder, dieses Mal, ich wollte von dieser Marke endlich Puder ausprobieren. Das, übrigens, ich könnte mit euch jetzt gleich ausprobieren. Wisst ihr, ich bin so neugierig selber. Das Video ist schon sowieso zu lang, ich weiß. Diese paar Minuten reden mein Video nicht mehr. Also ich merke, dass selber Puder ist unglaublich fein und enthält keinen Talg. Deswegen trocknet Haut nicht aus. Das ist ganz wichtig, auch für die Leute, die haben empfindliche Haut und trockene Haut. Man sieht das Puder auf dem Gesicht nicht, absolut durchsichtig und ja, ganz schön, also seht ihr, ganz schön mattiert Haut, ja? Das ist das auch, was, auf was ich freue mich sehr. Also das Puder bleibt auf jeden Fall bei mir. Und ich freue mich auf diese Pinseltasche. Ganz toll, als ich gesehen habe, ich reise sehr viel und ich wollte mir schon lange so eine Tasche haben. Cool, also auch dafür Dankeschön. Ganz, ganz toll, genau das, was ich brauche. Dann von Bulgari Omnia Kristalline, diese Probenparfum. Ich liebe Omnia Parfume. Dann Catrice,
eine Face-Palette, das war limitierte Edition Disney Jungle Book. Würde ich weiter verschenken, also je nachdem, wer das braucht. Diese Palette würde ich meiner Cousine verschenken, weil meine Schwägerin hat schon die selber früh gekauft. Also diese nude Farbe, ich weiß, die wird lieben. Essence Hook und Teddy, erinnert ihr? Ja? Das war auch eine limitierte Edition. Face- und Lidschattenpalette. Dann habe ich für mich diese Philip Kinsley Styling, diese Haarprodukte, für mich gelassen. Tatsächlich, ich habe Informationen dazu noch nicht angeschaut, aber ich denke, ja, probiere ich, weil bis jetzt, ich war mit dieser Marke sehr zufrieden. Und Leute, ich habe für mich diese vier, ich denke, Duftwachs behalten. Ich habe schon eine davon probiert. Ich bin so begeistert. Ich könnte euch nur empfehlen, probiert. Den macht meine Kollegin selber per Hand. Ich würde, wie gesagt, euch Link unter mein Video im Infobox lassen. Ich sage euch natürlich Düfte, die ich für mich ausgesucht habe. Und ich muss euch auch sagen, ich habe schon eine davon gestern getestet. Ich wollte wissen, wenn dieser Wachs wird warm, wird er seinen Duft ändern? Weil einige riechen nachher, riechen so billig, nicht so toll wie von Anfang, im Tutor zum Beispiel. Und Duft hat sich nicht geändert. Hat meine Zimmer aufgefüllt, der war so toll. Also das ist genau das, was ich mag. Also genau dieser Duft ist das, was ich mag. Schutzengel, sieht so aus. Sieht ihr das Name? Ich denke, genau dieser Duft wurde am meisten Leute gefallen. Das ist das, was wir treffen sehr oft irgendwo. Und ich weiß, das ist tatsächlich beliebter Duft. Dann Fresh Good, Hello Highlight und dann Elixir of Life. Ich habe gestern nur so eine kleine Stück, seht ihr, so eine kleine Stück gestern abgebrochen und dann in meine Aromalampe reingepackt. Also wisst ihr, gibt es so Aromalampen, ich könnte euch hier Bild zeigen von meiner Lampe, aber die habe ich aus der Ukraine mitgebracht. Früher ich habe meine esoterische Laden gehabt. Oben man legt Wachs, unten man steht diese Teekerze und nach ein paar Minuten Wachs schmiert sich und dann wird Raum auffühlen wie in einem Wellness-Salon. Also vielleicht, das ist auch was für euch. Dankeschön auch für euch, dass ihr ganze Zeit dabei wart, dass ihr bis zum Ende geschafft habt. Übrigens, schreibt mir bitte in die Kommentare, wer hat bis zum Ende geschafft. Hoffentlich, das Video hat euch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, eure Nathalie. Ciao.